So, und nochmal das Thema Widerrufsbelehrung. Das beschäftigt uns hier momentan rund um die Uhr. Ich berichte heute von unseren aktuellen Erfahrungen in der Abwicklung mit den Banken. Es ist so, dass wir bestimmt in 80% der Fällen zu dem Ergebnis kommen, dass die Widerrufsbelehrungen fehlerhaft sind. Dann schreiben wir die Banken jeweils an und erklären den Widerruf für unsere Mandanten. Der BGH hat entschieden, dass die Widerrufsbelehrungen dann fehlerhaft sind, wenn diese entweder in der äußerlichen Form oder inhaltlich vom jeweils gültigen Muster abweichen, welches das Bundesministerium für Justiz herausgegeben hat. Häufig kommen wir, wie gesagt, dann zu dem Ergebnis, dass die Widerrufsbelehrungen fehlerhaft sind. So, dann geht der Widerruf raus. Dann lassen sich die Banken sehr häufig lange Zeit. Wir müssen diese mehrfach auffordern, überhaupt zu antworten. Ich denke, da steckt Strategie der Banken dahinter, denn die wissen, dass die Rechtsschutzversicherer in der Regel erst dann die Deckungszusage erteilen, wenn ein sogenannter Rechtsschutzfall vorliegt, also ein Konflikt vorliegt. Und das setzt das ablehnende Schreiben der Banken voraus. Von daher brauchen wir das zwingend für die Rechtsschutzversicherung. So, dann kommt irgendwann mal ein Standard-Floskelschreiben der Banken, in denen die Banken immer ablehnen. Und so dann versuchen wir außergerichtlich für unsere Mandanten eine Lösung zu finden. Jedoch lassen sich nur die regionalen Banken, also die Sparkassen und Volks- und Raiffeisenbanken, auf ein persönliches Gespräch, auf Verhandlungen ein. Alle anderen Banken standardisiert lassen sich verklagen. Allerdings ist es dann so, dass die meisten Prozesse so ausgehen, dass wir in der ersten Güteverhandlung uns mit den Banken einigen. Es ist dann immer so, dass die Banken die Darlehensnehmer, also unsere Mandanten, aus den Verträgen herauslassen, was ja auch erstmal das größte Ziel unseres Vorgehens ist, damit eben die Darlehensnehmer zu einem momentan gigantischen Zinssatz eine Anschlussfinanzierung abschließen können. Und die Banken versuchen dann an dem Zinsdifferenzanspruch, den die Mandanten haben, zu schrauben und hier noch den einen oder anderen Euro zu sparen. Meistens empfehlen wir jedoch, diesen Vergleich abzuschließen, damit man einfach schnell einen Strich unter die Sache machen kann und eine schnelle Anschlussfinanzierung abschließen kann. Häufig erleben wir jedoch auch, dass die Banker beleidigt reagieren. Wir haben von der Sparkasse schon erlebt, dass der Banker unsere Mandanten und seinen Kunden beschimpft hat. Er würde ihm so viel Arbeit machen. Zuerst hat er die Bearbeitungsgebühren zurückgefordert, jetzt auch noch den Widerruf erklärt. Das sei doch alles viel zu viel und er würde eine langjährige Geschäftsbeziehung zerstören. Leid tut uns der Banker nicht. Das Thema bleibt weiter brisant. Wer möchte, kann uns gerne immer noch die Darlehensverträge zur kostenlosen Überprüfung an die info@mingers-kreuzer.de senden. Wir prüfen die dann, geben dann zeitig Rückmeldung. Und wenn wir einen Fehler entdecken, können wir gerne in einem persönlichen Besprechungstermin das weitere Vorgehen dann erörtern. Danke, tschüss.